Hallo und herzlich willkommen zum Ligarennen von Abu Dhabi. Yeah, Mann, eine geile Strecke, wie ich finde. Alle anderen nicht, aber mei. Wir sind im Qualifying und heute auch mal live synchronisiert. Nicht so wie das letzte Mal. Und ja. Trocken gefällt mir schon mal. Gut, dann wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß, auf gutes Gelingen im Qualifying. Viel Spaß im vorletzten Qualifying. Dann geht's jetzt los. Dann geht's jetzt los, dann geht's jetzt los. Bremse kalibriert. So, ich probiere mein Bestes. So, ich möchte natürlich das bestmögliche Ergebnis rausholen. So als nachträgliches Geburtstagsgeschenk für mich. Wäre schon schön. Und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass bei allen die Verbindung hält. Will's hoffen. Wäre doof, wenn nicht. Vielleicht hört man es auch, ich bin ein bisschen erkältet. Also ich werde ab und zu mal husten müssen. Hoppala. Und dann schauen wir einfach mal, was da jetzt bei den Zeiten rausspringen. Ansonsten würde ich sagen, geht's gleich auf eine schnelle Runde. Und zwar genau jetzt. Schon mal nicht optimal. Alles andere als optimal. Ebenfalls suboptimal. Aber damit bin ich schon zufrieden. Ich lege jetzt eine kurze Outlap ein. Einfach nur,
ja, um das Auto ein bisschen wieder abzukühlen. Also eigentlich deswegen, weil ich kein Kers habe. Also ich verbrauch's ja auf diesen zwei langen Geraden. Deswegen setze ich da mal so eine Zwischenlap ein, aber wir werden jetzt den Stint fahren. Und dann fahren wir rein, dann sind bloß noch 5 Minuten, dann muss ich gleich wieder raus. Also diesmal nichts mit Live-Timing gucken oder so. Ist gar keine Zeit für. Weil einfach die Zeit hier auf dieser Strecke so verdammt schnell abläuft. Und ja, dann setze ich nochmal eine Runde. Dann fahren wir wie gesagt rein, holen uns einen neuen Satz und fahren gleich wieder raus. Also fahren gleich, nehmen gleich wieder einen neuen Satz und fahren dann zwei gezeitete Runden hintereinander. Und das schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Man merkt vielleicht, ich klinge ein bisschen nervös. Und das bin ich auch. Aber nicht nervöser als sonst, hoffe ich, glaube ich. Ich glaube, die Runde kann ich in die Tonne treten. Ich schaue mal auf den Sektor jetzt, aber ich glaube, ich kann sie in die Tonne hauen. Dann fahren wir gleich rein. Na, doch nicht. Schon viel eleganter durch. Naja, geht noch schneller. Noch schneller. Also meine Bestzeit war bisher mit dem Red Bull bei einer 1:38,6 und mit dem Wagen hier bin ich heute Bestzeit 1:38,997 und ja. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Setup, also es war eigentlich reiner Zufall, dass ich das gefunden habe. Läuft sehr schön. Und jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ja, wenn er sich beeilt, schafft das noch. Wenn er sich beeilt. Der Reifenverschleiß wird eigentlich aus meiner Sicht, finde ich, also wenn ich mir so die Fakten angucke zu dem Grand Prix hier, den wir jetzt fahren, finde ich, sind die Reifen das größte Problem. Denn ich bin heute Reifenstrategien gefahren und das sieht alles andere als rosig aus, was die Reifenhaltbarkeit angeht. Also das, naja, sieht nicht gerade entzückend aus. Jetzt 41,6, wow. Was ist denn mit ihm los? 1,39,7.
So, wir sehen, er wird kräftig gefahren. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. Mein zweiter Sektor war nicht so dolle. So, dann probieren wir noch mal unser letztes Glück. Let's do this! Come on! Ah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Ich will wieder meine Pole. Remember to stay inside the white line or we'll get a penalty. Was er jetzt will, weiß ich jetzt auch nicht, aber na gut. Dann sehe ich meinen Teamkollegen. Da muss ich gerade husten oder drücken. Entschuldigung. Das wird öfters passieren, weil, wie gesagt, ich bin halt krank und kann das Headset nicht muten. Von daher. So, dann drückt die Daumen. Nice job. We're currently sat in pole position. Ein bisschen Kerz muss ich mir jetzt aufheben, sonst habe ich für die nächste Runde nichts. Yes, baby. Ganz ehrlich, damit mache ich Schluss. Läuft. Läuft. Da fahre ich nicht mehr weiter.
38. Bleib konkret. Epos, du bist, Alter. Okay, so wie es aussieht, ist Hunter, hat er schon aufgegeben, der fährt nicht mehr. Nö, er hat mir gesagt, er will nicht mehr mitfahren, der wünscht uns viel Glück. Ja, sind wir durch. Yes! Oh! Mega, Alter. So schnell war ich noch nicht mit dem Auto. Nur mit dem Red Bull habe ich es geschafft, so eine Zeit zu fahren. Yes! Ach ja. Also, mit den Bildern verabschiede ich mich aus dem Qualifying. Und dann sehen wir uns im Rennen gleich wieder. Mit der Pole. Yes! Yeah, Mann! Also, bis gleich.